Die Kommunen in Thüringen stehen vor der Kommunalwahl am 25. Mai. Und ich habe im Landesvorstand der Kommunalpolitischen Vereinigung viele engagierte Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker erlebt. Und insgesamt ist die Lage der Kommunen in Thüringen sehr viel besser als in vielen anderen Bundesländern, wo es Landesregierungen gibt, die den Kommunen das notwendige Geld vorenthalten. Das ist hier in Thüringen anders. Sicherlich mit aller Vielfalt. Nicht jede Kommune kann in Geld schwimmen. Aber insgesamt im Durchschnitt der Kommunen geht es hier den Menschen auch besser als in anderen Teilen Deutschlands. Nach meinem Eindruck liegt es auch daran, dass es Menschen in der Landesregierung gibt, auch in den Koalitionsfraktionen und mit einem CDU-Innenminister, der auch Verständnis für die kommunalen Belange hat. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Landtag zu sprechen, der selber aus der Kommunalpolitik kommt und Verständnis für die kommunalen Belange hat. Die Lage der Kommunen und die Finanzlage der Kommunen ist tatsächlich ein Top-Thema auch der Politik in Berlin. Wir haben als Union in der vergangenen Wahlperiode bereits dafür gesorgt, dass die Kommunen von drückenden Sozialkosten entlastet werden. Wir haben die Aufgabe der Grundsicherung im Alter durch den Bund übernommen, bundesweit. Das über 5 Milliarden Euro, die bewegen. Dieses Geld kommt auch in Thüringen bei den Kommunen in diesem Jahr an. Und wir wollen diese kommunalfreundliche Politik auch fortsetzen und in dieser Wahlperiode im Bundestag ein Gesetz beschließen, mit dem wir die Kommunen bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen entlasten. Wiederum Größenordnung 5 Milliarden pro Jahr, wenn das Gesetz in Kraft tritt. Also es ist schon eine große Leistung, dass wir als Koalition, als Union im Bund dafür gesorgt haben, dass in den vergangenen 5 Jahren das Ausgabevolumen des Bundeshaushaltes konstant geblieben ist, wir gleichzeitig die Neuverschuldung radikal abgesenkt haben. Im nächsten Jahr werden wir einen Haushalt ohne neue Schulden beschließen. Und trotzdem konnten 5 Milliarden zusätzlich für die Kommunen mobilisiert werden. Das ist mustergültig, weil wir mit Sparsamkeit auf der Ausgabenseite auch Spielräume erwirtschaften, um Geld für die Kommunen und für andere Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen vor allem mehr Investitionen. Das Thema Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur ist ja inzwischen auch ganz oben auf der Tagesordnung angekommen.